gar nicht so einfach, das passende Futter für unser Fohlen zu bekommen. Und nachdem ich schon wieder Geld für ein neues Pferd rausgehauen habe, kann ich es leider auch nicht so einfach mal eben zwischendurch kaufen. Tja, lasst euch überraschen, was heute passiert. Und damit hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Rival Stars Video. Da sind wir wieder am Start. Oh, wie süß ist das Bild, bitte. Direkt erstmal screenshotten. Mega cute. Dotti einfach mit ihrem Sohnemann war es, glaube ich, ne? Es war, glaube ich, ein männliches Foli. So, erstmal ein bisschen einsammeln. Wir haben beim letzten Mal relativ gut Geld bekommen, was uns jetzt definitiv hilft im Hinblick auf neue Boxen, auf Erweiterungen, auf eventuell auch ja, neue Pferde. Oh, ich muss mal meinen Handyton noch deaktivieren. So. Der ist hübsch. Der ist sehr interessant, finde ich. Wir haben doch gerade Platz, Leute. Wir haben Platz und Geld, den kaufen wir jetzt einfach mal. Aber der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ich stelle gerade fest, dass ich definitiv ein Fable für die Araber habe. Die finde ich einfach mega cool. Die finde ich so hübsch. Jetzt müssen wir nur mal schauen, können wir noch eine Box bauen? Ja, können wir. Dann bauen wir noch eine. Oh, jetzt haben wir sogar zwei leere Boxen. Okay. Okay, so, Infinity Shroud ist ja eigentlich, war das auch ein, muss ja erstmal gucken, dass wir da Futter für bekommen. War das ein, oh nein, mir hängt das zwischen den Zähnen. Ich hoffe jetzt nicht mehr. Wenn ja, dann könnt ihr es gerne behalten, was mir da hängt. Ja, wir müssen jetzt tatsächlich erstmal gucken. Ich muss mir jetzt gerade mal Pferde schnappen, die schon relativ weit sind. Flachrennen. Sewell Meadows, das hier möchte ich noch freischalten. Dafür müssen wir das hier zweimal gewinnen. Ist gerade eigentlich eine ganz coole Distanz. 1600 ist eigentlich nicht verkehrt. Wir haben aber nicht die beste Quote. Könnte besser sein. Also ich würde sagen, ich setze jetzt einfach mal ein Wettmaximum auf die Top 3, dass ich irgendwo in den Top 3 unterkomme. Und wir brauchen immer noch einen anderen Namen für ihn. Ich weiß noch nicht genau, was wir machen. Wir haben Startbox 7. Dum 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 dum. Ich hoffe mal, dass das nicht dumm war. Nein! Start verkackt. Ich hoffe mal, dass das nicht dumm war, hier ein Wettmaximum auf Platz zu setzen. Platz war 1 bis 3, oder? So, mir ist egal im Endeffekt, wo ich jetzt gerade erstmal bin. Ich mache das jetzt so, wie mir das nochmal geschrieben wurde. Aber ich wäre gerne zumindest in dem. Hallo, schieb mal deinen Popo zur Seite, deinen Gescheckten. Ich wäre gerne zumindest in dem Bereich, wo ich Sprintenergie aufbaue. Das wäre sehr, sehr cool. Oh nee, ich bin schon wieder raus. Ist das einfach, weil ich ihn nicht weit genug trainiert habe? Ich glaube, das ist, weil ich ihn nicht weit genug trainiert habe, Leute. Jetzt ist er aber wieder in der bevorzugten Position. Das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch 800 Meter, eben knapp 900, als er in seine bevorzugte Position gekommen ist. Das wird jetzt auch nicht mehr so viel bringen. Vor allen Dingen, da ich denke, dass die anderen Pferde einfach deutlich besser sind im Vergleich zu ihm, was Sprintenergie und Geschwindigkeit angeht, weil er ja eben nicht die beste Quote hatte. Ja, wir gucken einfach mal, was passiert. Wir schauen mal, was wird. So, wir haben jetzt auf jeden Fall die Sprintenergie nahezu voll. Wir können ja schon mal ein kleines bisschen Stoff nochmal geben. Und jetzt geht sie zurück. Dann fangen wir jetzt schon an zu sprinten, Leute. Da kamen wir auf den letzten Metern nochmal, aber es ist leider nur Platz 5 geworden. Damit haben wir leider auch weniger Geld bekommen, als wir, als wir ausgegeben haben. Ich glaube, wir müssen Squirrel Spy ein bisschen trainieren. Dann sollten wir auch wieder bessere Chancen haben. Ja, guck, ich habe schlichtweg einfach verpasst, ihn zu trainieren. Die hier unten, die müssen wir erstmal nicht trainieren. Ah, Verbesserung der Anlage.
haben wir nicht mehr genug Gold für. Das ist jetzt blöd. Hm. Das hier haben wir geschafft. Eine Aufgabe mehr abgeschlossen. Ja, ja, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun, Leute. Das hat auf jeden Fall jetzt nicht geholfen, dass wir müssen das gewinnen. 1000 Meter, aber noch mehr Geld. Oh, jetzt haben wir aber die beste Quote. Jetzt haben wir die beste Quote. Ich traue mich jetzt gerade trotzdem nicht so richtig. Ich setze trotzdem mal das Wettmaximum auf Platz 1 oder 2 zumindest. Ich bin mal so ein bisschen hasenfußmäßig unterwegs. Startbox 9. Diesmal habe ich wenigstens den Start nicht verbockt. Oh, zwei rechts neben mir. Oder die ganz außen eben. Die waren alle beide super hübsch, die beiden Araber. So ein bisschen zurückfallen lassen wir jetzt gar nicht verkehrt, dass ich halt wieder in der bevorzugten Position bin. Selbst wenn ich da nicht komplett innen bin, ist auch okay. So, bevorzugte Position. Boah, ein Rapschecken-Araber wäre auch mega cool. Beziehungsweise ein Araber Pinto wäre es ja dann. So, jetzt können wir einmal Gas geben. Guck mal, wie viel das jetzt einfach ausmacht. Das lag alles einfach nur am Training, dass der nicht so gut trainiert gewesen ist. Und jetzt haben wir sie wieder abgezogen. Hätte ich jetzt sogar mehr setzen können. Aber ist okay, wir tasten uns jetzt langsam aber sicher wieder ran. Wir haben goldenes Futter bekommen. Wir brauchen silbernes Futter. Wir brauchen silbernes Futter. Aber hey, 800 Meter nur. Okay, das ist krass. Diesmal setze ich wieder auf Sieg. Das Wettmaximum mit einer Quote von 5,2. Wettmaximum war, was habe ich jetzt gerade gesetzt? Wow, ich kriege nicht mal mit, was ich setze. Startbox 5, das heißt, wir sind ein bisschen weiter innen. Das heißt, der Weg nach innen auf die engste Linie, die am schnellsten ist entsprechend auch, weil wir ein bisschen weniger Distanz haben. Minimal. Ist weniger lang. Aber ich muss jetzt mal wieder hier so ein bisschen... So, genau, wieder so ein bisschen abbremsen, dass wir im bevorzugten Bereich sind, dass die Sprintenergie ein bisschen schneller lädt. Das kann hier nicht schaden, weil das ist keine lange Distanz. Wir haben hier jetzt nicht Ewigkeiten Zeit, die Sprintenergie aufzuladen. Ja, das ist jetzt schön, dass die bevorzugte Position quasi mit uns gerade so ein bisschen nach vorne geht. Jetzt hört es aber auf. Aber jetzt können wir Gas geben. Das haben wir. Ja, haben wir definitiv nicht super extrem mit extremem Vorsprung, aber wir haben doch relativ überzeugend gewonnen. Was sagt jetzt unsere. Haben wir gerade das Futter bekommen, was er brauchte? Nee, das hier brauchen wir. Das Silbermine mit dem Pferdekopf, das haben wir nicht. Oh, hier. Auch richtig hübsch. Also die Araber, die haben es mir echt angetan. Die sehen so toll aus. Wir haben aber wieder ein Ziel abgeschlossen, und zwar an Rennen teilzunehmen. Notfalls können wir da auch mal ein bisschen Baumaterial verkaufen. Ja, also wie gesagt, wir brauchen jetzt definitiv erstmal ein bisschen Gold. Ein paar Credits, damit wir wieder vorwärts kommen. Haben wir gerade schon ein Stufe 3 Pferd, was wir trainieren können oder was wir leveln könnten noch? Blood Sergeant, ja. Den haben wir unter anderem, ansonsten gerade noch keinen. Ja, aber dann machen wir das doch mal. Dann wird Blood Sergeant jetzt ein bisschen gelevelt. Denn der ist momentan mit Stufe 3 das Pferd, was sich, abgesehen von dem Pferd, was wir jetzt schon, was momentan noch in der Fohlenbox ist, was am weitesten ist. Beziehungsweise was wir am weitesten trainieren können. Er ist momentan das Pferd, was für uns
so am interessantesten gerade ist, wo wir am meisten rausholen können. Das heißt, da sollten wir jetzt auch gerade so ein bisschen den Fokus drauf legen, damit wir Fortschritt haben. Das hier ist natürlich jetzt eigentlich nicht seine Disziplin, ne? Haben wir ja gesehen. Das ist Springen und Agilität, das ist jetzt nicht unbedingt, gehört nicht zu seinen besten Werten. Er ist eher für die Rennstrecke gemacht. Aber da muss er jetzt durch, das kriegt er auch hin, das ist kein Problem. Aber so können wir ihn halt am schnellsten leveln. Das bringt mehr als die Flachrennen. Mit Abstand. So, und das kriegen wir auch hin, das packt er. Der Junge ist erwachsen. Hast du gut gemacht. So, ein gutes Resultat hat er geschafft. Das Futter, was wir brauchen, hat er jetzt nicht. Haben wir nicht bekommen, aber ist nicht so tragisch. Guck mal, es ist ja direkt Level 4 geworden. Er ist einfach direkt Level 4 geworden. Jetzt können wir das hier schon mal ein bisschen weiter trainieren. Sprintenergie und Geschwindigkeit. Und die Beschleunigung. Das würde ich auf jeden Fall schon mal alles trainieren wollen. Damit er da schon mal ein bisschen weiterkommt. Wieder nichts. Na gut. Auszahlung abholen können wir auch noch mal. Ja. Ich glaube, ich würde jetzt hier Strecke 3 vielleicht mal noch mit ihm reiten. Ach, da ist er noch nicht so weit für. Das können wir noch nicht machen. Okay, ja gut. Aber nochmal Strecke 2 will ich jetzt auch nicht mit ihm reiten. Dann reiten wir die erste Strecke einmal. So, Blood Sergeant. Den brauchen wir auch noch einen anderen Namen. Copper wäre vielleicht ganz cool. Aber wisst ihr was? Ich war nicht Amadeus bei Bibi und Tina? Der wurde irgendwie mal als Brauner dargestellt, als Fuchs dargestellt und mal als Rappe. Ich glaube, letzten Endes wurde er immer als Rappe dargestellt, aber den Namen finde ich, glaube ich, trotzdem ganz süß für ihn. Amadeus fände ich süß. Ja, doch, ich glaube, das könnte sein Name werden. Ich finde das einfach auch so schön, wie das Profil von Araman aussieht in der Kurve, wenn man das so ein bisschen sieht. Dieses konkave Profil. Ich finde es auch cool, dass sie nicht so extrem überzüchtet dargestellt werden in dem Spiel. Es gibt ja auch welche, die haben so eine plattgedrückte Nase. Das finde ich halt auch nicht mehr schön. Aber wenn die so ein bisschen konkaveres Profil haben, das mag ich eigentlich schon sehr gerne. Und das finde ich ist hier sehr, sehr schön. Gefällt mir wirklich gut. So, und ich freue mich, das ist gut gelaufen. Gut, er war eben Level 4. Jetzt ist er Level 7 schon. Guck mal, Level 7 von 15. Das ist einfach unfassbar, wie viel das bringt. Würde ich jetzt auch hier wieder zusehen, dass ich die Werte, die für Springen am wichtigsten, fürs Gelände, für die Flachbahn am wichtigsten sind, dass wir die am weitesten trainiert bekommen. Und, jetzt vielleicht ein Flachrennen. Jetzt haben wir das hier freigeschaltet. 3360. Ja, Squirrel Spy. Blood Sergeant. 4334. Er ist halt schon ein bisschen weiter als er. Aber Blood Sergeant müssen wir noch trainieren. Von daher würde ich sagen, nehmen wir ihn. Ist ja trotzdem so, dass er halt die beste Quote hat. Wir setzen jetzt einfach das Wettmaximum und gucken mal, was dabei rumkommt. So, Startbox 2 ist schon mal schön. Oh, hier. Rechts, der Araber neben uns, richtig hübsch. Das Self-Francé, was ich da jetzt gerade eben links so ein bisschen absetze, von uns gefällt mir aber auch sehr gut.
So, wir lassen jetzt einfach hier erstmal das aufbauen. Die Buchmacher, die haben schon auch Ahnung von dem, was sie sagen. Von daher haben die Vertrauen in unser Pferd. Ich muss jetzt nur auch Vertrauen haben. Next, it's Bramble Brontosaurus, head and head with Chase Rogue. Sir Symbol, at the head of affairs. So, immer wenn das jetzt ganz voll ist, dann können wir einmal ein bisschen Druck machen, weil das ist ansonsten verschenkte Sprintenergie. So, und wir haben es jetzt schon vorgearbeitet, ein Stück weit. Wir haben noch 400 Meter zu gehen. Also 200, bevor es richtig losgeht. Hier, aber wenn wir einen schwarzen Araber bekommen, der so aussieht wie der rechts neben uns, den nennen wir Blitz. Und wenn wir den nicht bekommen, dann werden wir den erstellen. Blitz, der schwarze Hengst, Leute. One length away, it's registered free. Blood Sergeant keeping the front. Das ist dann ja wohl klar. Sir Symbol finde ich aber auch irgendwie einen coolen Namen. So, hat er geschafft und hat, wieder nicht das Futter, was wir brauchen. Das gibt's doch nicht. So, er ist jetzt dadurch Level 8 geworden. Da seht ihr aber mal, wie krass dieser Unterschied ist. Wie viel weniger das einfach bringt. Ja, also es ist leider wieder nicht das Futter geworden, was wir eigentlich bräuchten, was schade ist. Ich trainiere hier aber trotzdem auch mal noch ein bisschen. Das Futter haben wir jetzt nicht mehr, dann trainiere ich das hier noch weiter. Einfach, dass wir da auch so ein bisschen besser vorwärts kommen. Boah, nee, 1000. Gibt's das eigentlich gerade am Markt? Nee, schade. Ja, komm. Aber ein bisschen was haben wir geschafft. Haben wir noch irgendwas abgeschlossen? Nein. Haben wir gerade nicht. Aber das macht nichts. Ich würde mich für heute erstmal wieder von euch verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Also macht's gut und bis dahin. Tschüss!